Liebe Väter, herzlich willkommen zu Tag 18 des Fit Daddy Adventskalenders. Wir haben heute eine Übung, die heißt Lizard Rotation. Und es gibt ein kleines Novum, aber dazu sage ich auch gleich was. Die Lizard Rotation schaut sehr simpel aus, aber hat es in sich. Ist eine der geilsten, besten Übungen, um vor allem Brustwirbelsäulenbereich zu mobilisieren. Es ist auch heute, also diese Lizard-Rotation ist auch mehr eine mobilisierende, also Beweglichkeitsübung und weniger eine Kraftübung. Ja, also noch weniger eine Ausdauerübung wie der Burpee oder eine Kraftübung wie der Liegestütz oder die Kniebeuge. Es ist mehr eine Beweglichkeitsübung für uns alle, die Bürohengste sind. Was du machst, ist einfach Folgendes. Du gehst in so einen Ausfallschritt oder du gehst aufs Knie. Nimm dir unbedingt hier bitte eine Matte. Wenn dein Knie mega empfindlich ist, dann nimm doch auch noch ein Handtuch und pack das hier auch noch unten drunter, dass es wirklich sich angenehm anfühlt. Du brauchst da jetzt nicht irgendwie extra Qualen sterben, wenn du da so ein empfindliches Knie hast. Dann einfach ein Handtuch nochmal drunter legen oder doppelt nochmal ein Handtuch drauf machen. So, und was du machst ist, der Stand, die Weite jetzt hat, die ist ein bisschen mehr gestreckt. Also ich hab hier im Knie ein kleines bisschen mehr als 90 Grad und ich habe jetzt auch hier in der Hüfte ein bisschen mehr als 90 Grad. Exakt genaue Gradzahlen kann ich dir nicht sagen, du wirst es gleich fühlen, aber du solltest nicht zu eng stehen. Du solltest jetzt nicht so wie beim Ausfallschritt jetzt hier ein 90 Grad in dem Knie, 90 Grad hier und 90 Grad hier haben. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu eng sein. Du brauchst ein bisschen mehr Weite. So, und was du dann einfach machst ist, dass du erst einmal dein Körpergewicht auf alle drei Punkte jetzt versuchst gleichmäßig zu verteilen. Das heißt, nicht das hintere Knie kriegt am meisten Last ab. Auch nicht hier der Fuß kriegt am meisten Last ab. Also du lehnst dich jetzt nicht hier extrem rüber. Auch nicht die Hand kriegt hier am meisten Last ab, sodass dein Handgelenk wehtut. Sondern du versuchst jetzt halt auf diesen drei Punkten, Knie, Fuß und Hand, gleichmäßig dein Gewicht zu verteilen. Dann ist auch wichtig, dass du hier die Fußspitze und deine Fingerspitze in einer Linie hinbekommst. Und was du dann machst, ist, du nimmst die andere Hand, die frei ist, nimmst den Mittelfinger und tust ganz leicht den Mittelfinger ins Ohr reinstecken. Also nicht so, dass du nichts mehr hörst, sondern ganz leicht. Und was du jetzt halt machst, die Hand, der Finger, der Mittelfinger bleibt immer in Kontakt mit dem Ohr. Und was du jetzt halt machst, ist einfach, du versuchst mit dem Ellenbogen zum Ellenbogen zu kommen. Und du gehst hier nach oben und versuchst, dich richtig aufzudrehen. Wenn du hier nach oben kommst, stellst du dir vor, dass du hier an dem oberen Ellenbogen wieder einen Faden hast, wie so eine Marionette, und die wird nach oben Richtung Decke gezogen. Nicht nach oben so nach vorne, so dass die Schulter hier wieder nah zum Ohr hinkommt, irgendwie so, sondern du drehst dich auf, die Schulter ist weit weg vom Ohr, du merkst auch hinten, das Schulterblatt zieht sich zusammen und du ziehst nach hinten oben, der Ellenbogen, hier der obere, der geht nach hinten oben. Und ein anderes Bild, wie du dir vorstellen kannst, dass du die Übung richtig machst, ist, dass quasi der Nippel hier, der Nippel, der aufdreht, der hat so Scheinwerfer dran und du versuchst die Scheinwerfer, ja, den Nippelscheinwerfer, so arg wie es geht, Richtung Decke strahlen zu lassen, nach hinten oben. Und dann machst du diese Bewegung richtig. Und egal, wo du in der Bewegung bist, ob du dich jetzt ganz schon aufgedreht hast oder nicht, versuch immer daran zu denken, dass du alles, dein ganzes Körpergewicht auf alle drei Punkte verteilst. Weil, ihr werdet merken, wenn du dich hier aufdrehst, wirst du merken, oh, als allererstes, es geht ganz viel Gewicht hier auf die Hand und aufs Handgelenk. Und dann merkst du, oh, das tut aber hier weh. Dreh dich auf, aber schau, dass du überall auf allen drei Stützen gleich viel Gewicht hast. Wenn du das hier in der Hand merkst, im Handgelenk, dann erstens die Fingerspitzen fest in den Boden reinrammen, sodass das hier weiß anläuft, die Fingerkuppen. Erstens das. Und zweitens, höchstwahrscheinlich bist du einfach mit 50 oder 60 oder 70 Prozent mit voller Belastung auf deiner Hand. Daran liegt's. Ganz simpel und einfach. So, und das machst du dann auf der linken und auf der rechten Seite. Und wie gesagt, wenn du zu eng stehst, wirst du merken, dass das nicht funktioniert. Du wirst auch merken, irgendwie, das ist alles zu eng. Du kriegst auch keine Dehnung hier in der Leiste rein. Ruhig ein bisschen weiter einfach stehen. Hand hier runter. Finger ans Mittelfinger ans Ohr, hier zum Ellenbogen, hier den Nippelscheinwerfer aufrichten. Das ist eine Wiederholung. Zwei. Gut. Bisschen
komplizierter. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr erklärt als sonst. Es ist aber eine super geile und wichtige Mobilitätsübung. Nicht nur zum Öffnen und zum Relaxen der Hüfte, sondern vor allem auch für den Brustwirbelsäulenbereich, der sonst immer so ist, dass du den halt einfach mal aufrichtest. Ist eine super geile Übung. Das Workout für dieses Training, da gibt es heute keinen Timer, da gibt es jetzt auch keinen Max-Test, ja, das ist ein Novum, sondern du machst einfach 9 Wiederholungen auf der einen Seite, dann wechselst du ohne Pause, machst 9 Wiederholungen auf der anderen Seite. Dann machst du ohne Pause weiter, wechselst wieder die Seite, machst 8 und 8, 7 und 7, 6 und 6, 5 und 5, 4 und 4 und gehst runter bis auf 1. Das ist alles, was du heute machst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf morgen, auf den nächsten Tag. Müsste Tag 19 sein. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Bis dahin, liebe Väter, liebe Männer, let's go!